Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 in der Full House Challenge. Und wir waren hier im Keller stehen geblieben, in Lillys Rotation. Und wir haben jetzt erstmal grob einen Fitnessraum, einen Yogaraum eingerichtet, den Hobbyraum ein bisschen erweitert. Wir haben mal so einen Zwischenraum, die Sauna ein bisschen hinten hingebaut. Aber so sieht es erstmal aus. Ich finde, es kann sich sogar so sehen lassen. Bisher. Also klar, schön ist was anderes, aber es geht. So, dann nehme ich erstmal die automatischen Lichter. Und wer eignet sich besser als Gruppenchefin als Lilly? So, und zwar Fitnessleute, Gruppe erstellen. Und zwar Sportfreunde. Genau, Sportfreunde. Okay. Nur Eingeladene. Und zwar Phyllis, Olivia. Ja, wobei erstmal Claire, Damien, Claudio, Lucien. Die sind nämlich noch ziemlich fett. Ja, nochmal Olivia, Phyllis. Oder ach, mehr geht schon gar nicht. Okay. Anforderungen. Egal. Aktivitäten. Jetzt geht's nämlich los. Hobbys. Trainieren. Yoga machen. Wellness. Ach, meditieren. Meditieren geht auch. Ach, Wellness kann man unten trotzdem machen. Das gehört irgendwie mit dazu. Blasenmacher benutzen. Nee, 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 nee. Spiel und Spaß. Freundlich sein. Ach ja, warum nicht? Man nicht machen soll. Fernsehen. im Internet surfen. Was macht man denn noch so nicht? Oh, schwimmen. Okay, Moment, ich muss was ändern. Schwimmen. Das klingt gut. Okay. Essen. Nein, das können wir dir nicht vorschreiben, weil die essen ja nicht in unserem Rhythmus. Hobbys. Nee. Spiel und Spaß. Auch keine Videospiele spielen. Jetzt habe ich den Timer gar nicht gestartet. Ich hält. Aber wir sind bestimmt erst so 3 Minuten dabei oder so. Pappspiele. Draußen. Gemein sein. So, fertig. Und was soll man noch nicht? Im Parkbrunnen spielen. Ist klar. Kämpfen. Ja. Okay. Treffpunkt ist der hier. Sportfreunde Versammlung starten. Geil. Mal sehen, ob die im Keller Sport machen. Ey, das ist echt praktisch, ne? So, Claire hat schon angefangen. Sehr schön. Geile Sache. Schwimmen können die ja trotzdem daneben an im Pool. Unser kleines Häuschen, unser fetter Keller hier unten. Was für ein Arbeitstag, Olivia hat Geld verdient. Mensch.
So. Wenn du da mal fertig bist, darfst du da mal die Toilette verwenden. Wie sieht's denn aus? Sie hat sogar frei heute. Fitness muss sie ja auch noch machen. Ey, das ist super, weil sie die Fitnessbetreuung so machen kann, ne? Wer meditiert, bringt ihr zwar nichts, weil sie, glaube ich, überhaupt kein Fitness, kein Yoga-Level da hat oder Konzentrationslevel oder wie das da heißt. Ah, sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. So muss das. Der Dicke hier. Und genau deswegen habe ich diesen Raum hier eingerichtet. Für Leute, die nicht selber Sport machen. In diesem Haus, Hust. Hier, du darfst aufstehen und auf Toilette gehen. Und eine erfrischende Dusche nehmen. So, schmeiß mal den Heini raus. Das ist ein guter Plan. Und dann darfst du in den Keller gehen und auch Sport machen. Was man auf jeden Fall machen möchte. Langsam kriege ich Hunger. Das dein Ernst, Claire? So, dann zusammen energiegeladenes Training. Ey, das ist doch schön. So, wer kommt jetzt noch runter? Alle dicken Leute, das passt. Perfekt. Okay. Unterrichten. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. So muss das. So. Gruppe vergrößern. Dann kann nämlich gleich die nächste Person hier mit rein. Das war Phyllis. Und dann beenden wir die Versammlung. Und können zur nächsten Person switchen. Und zwar zu Olivia. So. Die kann ruhig noch ein bisschen weiter Sport machen, da habe ich nichts gegen. Gerade weil die Leute echt mal ein bisschen Fitness brauchen hier, ne? Das geht so nicht. Sind schon echt lange dabei, ey. Ich bin mal gespannt, wie viele Parts das werden. Ja, guck dir deinen Buddy mal an. Du kannst echt ein bisschen Fitness gebrauchen. Gut, kann ich auch. Ich hätte auch gern einen Fitnessraum. Ich würde ihn auch nutzen. Ich fand es im Fitnessstudio nämlich immer nicht schlecht, aber das Problem war immer das Hinfahren und dann diese ganzen anderen nervigen Leute da, die denken, sie wären's. Das waren die schlimmsten, ey. So, jetzt darfst du aber mal die Toilette verwenden. Wir müssen mit dir nämlich noch Geld machen, damit du nämlich auch das neueste Bett kriegen kannst. Ach nee, das war, glaube ich, Phyllis Bett, oder? Genau, Olivias ist ja hier. Gut, wir müssen jetzt aber trotzdem Geld machen, weil sonst schaffen wir das, glaube ich, nicht mehr für Phyllis das Bett zu machen. So, Leute sind bei der Arbeit, das heißt, sie müssen fleißig arbeiten. So. Genau, jetzt musst du noch mal duschen gehen. Nimm einmal eine nachdenkliche Dusche, dann kannst du nämlich gleich kochen. Wie sieht's denn in deinem Beruf aus? Essen zubereiten. Sous-Chefin. Okay. Dann Gourmet-Menü. Hähnchen. Hähnchen klingt gut. Mit Hähnchen kann man was anfangen.
So. Dann ist sie da auch bald mal fertig, hoffentlich. Ja, den Garten, den muss ich auch noch umdesignen. Ich werde mal schauen, so ein bisschen gegen Ende des Parts. Wenn ein paar Leute von der Arbeit wieder da sind. Und wir den Garten plündern konnten, eventuell. Genau. Mach dir erstmal was zu essen, Alte. Und jetzt setzt du dich damit vor den Fernseher. Nämlich der beste Plan, den du verfolgen kannst, um Spaß zu bekommen. Fernzusehen beim Essen. Mich würde das ja eher nerven. Oh Gott. Er stolziert hier mit seiner Wampe entlang und räumt auf. Aber okay, aufräumen ist gut. So. Ich überlege, ob ich noch so eine kleine Radtour einführe oder einfüge, bevor ich das kaufe. Fruchtpastete, bevor ich mein Getränk kaufe. Wobei ich ja meinen Pfand mitschleppen muss. Aber es wäre mal wieder eine Idee, vielleicht mal Richtung Kaltenweide zu fahren oder so. Nämlich auch mal ein bisschen Weg. Und dann da mal durchs Netto zu schlendern oder so. Ja, dann dürft ihr doch mal reden. Über Geschmacksprofil reden, über Fitnesstechniken. Der Gamer hat hier die Topfigur gefühlt, ne? Hat zwar ein bisschen dicke Oberschenkel, nee, doch nicht. Und das ist einfach nur so erweitert hier rum. Wir labern mal ein bisschen mit ihm. Hat die graue Haare oder was? Warum sieht denn das so aus? Ey, du bist so ein Ferkel, ne? Ganz ehrlich. Ja, wir könnten mal wieder Blumen gießen. Nein, du gehst einfach schlafen. So, bitteschön. Warten wir noch, bis die Chicos von der Arbeit wieder da sind und dann werden wir den Garten hier mal umbauen, weil das sieht hässlich aus. Das will ich so nicht. Dort Nummer 1 ist wieder da. Auf jeden Fall möchte ich so einen Zaun nochmal bauen. Vielleicht auch hier so rum. Mal gucken. Das hier können wir ja offen lassen. Dann hört der Zaun hier auf vielleicht. So, als ob das die Raucherterrasse ist. Die Sims können zwar nicht rauchen oder so, aber hey. Sehr voll cool, wenn man das so als Laster hätte. Dass ein Sim wahlmäßig so ein Laster wie Rauchen hat oder Alkohol trinken oder Süßigkeiten-Flashes, dass der dann alles in sich reinschaufelt oder sowas. Das wäre mal interessant. Dass man sich sowas abgewöhnen muss vielleicht. Oder dass er das dann ewig hat oder vielleicht auf E-Zigaretten umsteigen kann oder so. Was so ein bisschen ins Gameplay eingreift. Aber ich glaube, sowas machen die Entwickler eher nicht. So, was ist das denn hier? Sag mal, wie kommt denn... Wo fehlt das? Ich habe das da nicht hingestellt, ganz ehrlich. Okay, ich... Frage das mal nicht. Okay, jetzt sich das Ding nach vorne gestellt. Sag mal, wie passiert denn sowas bitte? Ich habe das ja nicht mal angeklickt oder angeguckt. Warum?
Warum? Wie? Egal. Okay. So, jetzt können wir aber mit dem Garten hier anfangen. Stellen wir mal kurz hier ab. Entfernen wir einfach mal. Das machen wir jetzt auch mal weg. So. Erblech und sowas. Über die Katze. Ja. Doch, sonst kann man das erstmal so lassen. Jetzt brauchen wir noch mal den Zerstörer hier. Einfach mal was anderes. So. Dann mal gucken, wie weit das Geld reicht. Dass wir hier sowas bauen dürfen. Ach, das geht sogar echt gut. Dann würde ich jetzt hier noch zwei von diesen Dingern hinstellen. Vielleicht hier noch eine. Nee, das passt nicht. Weil ich dann gern diese Dinger hier mit einbauen würde. Die stehen dann nämlich auch schon so schön an den Ecken. Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, warum nicht? So, dann werden wir hier noch die Heckenreihe hinklatschen. Ja, machen wir erstmal so, würde ich sagen. So, hier müssen wir schon eine doppelte machen, weil sonst sieht das nicht gut aus. Ja, genau das wollte ich nämlich nicht. Lassen wir so, wie es ist. So, die packen wir mal hier so hin. Ganz normal, ne? Scheiße, ey, wir brauchen so ein kürzeres. Haben wir so ein kürzeres? Wahrscheinlich nicht. So. Doch hier. Die sieht irgendwie auch schöner aus, oder? Sieht auch mehr nach Hecke aus. So. Ich würde die aber gern ein bisschen überlappen hier, damit das ein bisschen nach mehr aussieht. So, müssen wir das hier, hallo, noch entfernen? Muss jetzt zwar ein bisschen teurer, aber ja, kann man mit leben. Boah. Aber das von außen schon mal. Würde es ehrlich gesagt hier jetzt aber auch anpassen, damit das ein bisschen besser aussieht.
gut geregelt. Wir haben kein Geld mehr. Nein. Okay, dann werden wir einfach einen Moment das so lassen und warten, bis wir wieder Geld haben. Ist ja kein Problem. Ich werde jetzt hier noch den Boden mal schnell machen. Also schnell, ne? Hust. Aber so mit dunklerem Boden. Haben wir hier auch dunkleren Boden? Schon, ne? Aber irgendwie ein hässlich. Nehmen wir erstmal so, wie es ist. Man sieht es ja hauptsächlich eher weniger. Wir lassen das auch mal bis hier durchgehen, würde ich sagen. Die Möbel im Garten einfach noch mal kurz neu anordnen. Huch, jetzt habe ich hier ein bisschen übergesprayt. Aber kein Problem. Wir haben ja unseren Radierer, der macht hier alles weg. So. Jetzt haben wir ja den Kies hier. Wobei ich beim Kies vielleicht auch gerne mal was anderes machen würde, aber das können wir dann ja noch zu gegebener Zeit gucken. Ja, das ist schon hässlich, ne? Das ist irgendwie auch blöd. Man findet hier aber auch echt nichts Schönes. Mach mal hier das Gitter weg, ey. Das sieht ja echt schlimm aus. Nee. Ich bin am Überlegen, ob wir hier auch einfach Fliesen oder sowas vielleicht mal bauen. Das wäre auch eine Idee. So, ich muss den Part jetzt aber echt langsam mal beenden. So, wir machen das jetzt aber erstmal so, dann passt das. So, dann haben wir den Garten hier mal ein bisschen angepasst, ne? Das kann sich erstmal so sehen lassen, würde ich sagen, oder? Ja, komm, geht erstmal. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Spiel, mach mich nicht sauer. Und dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.